Sommer, Sonne, Sonderangebote. Jana ist in der City unterwegs, aber nicht zum Shoppen, sondern für euch. Echte Schnäppchen, nur 2,99. Cool. Hi Leute, ich gucke nämlich gerade, was es alles an Pflegeprodukten für die Haut gibt. Hab da nämlich in der Zeitung gelesen. Ach, Quatsch. Moment. Wo habe ich es denn? Ah ja, hier. Genau. Ratet mal, was ganz oben auf der Liste der Berufskrankheiten steht. Hauterkrankungen. Ich sag mir, das gibt's doch gar nicht. Und das kommt nur daher, dass die Leute sich nicht ausreichend pflegen und schützen. Hallo? Dabei gibt es doch so viel, was man dagegen tun kann. Das kriegen wir doch in den Griff. Cooler Look. Krass, wie will der denn noch küssen? Oh Mann, das geht doch gar nicht. Tja, gerade bei Friseuren sind Kontaktekzeme besonders stark verbreitet. Wegen der ständigen Feuchtarbeit, den Haarfärbemitteln und so. Und da habe ich auch schon was Interessantes entdeckt. Kommt mal mit. Ach Gott, Diana. Haare waschen mit Handschuhen. Machst du es zu Hause auch? Angst vor Wasser? Nee, natürlich nicht. Wie nee? Keine Angst vor Wasser oder keine Handschuhe beim Haarewaschen zu Hause? Beides halt. Aha, du ekelst dich also davor, in fremden Haaren ohne Handschuhe rumzuwühlen. Quatsch. Machen Sie mal langsam, Fräulein Hautschutzexpertin. Die Silke macht das schon richtig. Am Anfang können unsere Azubis ja noch keine Haare schneiden. Da ist erstmal Haare waschen angesagt. Das kann den ganzen Tag lang so gehen. Naja, diese ständige Feuchtigkeit, dazu die Chemikalien, das tut der Haut nicht gut. Da bestehe ich schon auf Handschuhe. Okay, okay. Vorbildlicher Hautschutz. Und freust du dich schon darauf, wenn du endlich mal Haare schneiden darfst? Ja, logisch. Und dann könnte die Silke zum Beispiel auch der Britney Spears eine Glatze schneiden, oder? Mir ist das egal, wenn die das cool findet. Und wie fühlen Sie sich dabei, nur mit Handschuhen angefasst zu werden? Oh, das ist schon okay. Waschen Sie mal den ganzen Tag Haare. Was meinen Sie, was Ihre Hände dazu sagen? Ich weiß, wovon ich rede. Da. Seit 17 Jahren an der Fleischtheke. Sauber machen. Naja, oft auch ohne Handschuhe. Und natürlich Hände waschen. Immer wieder Wasser, Wasser, nichts als Wasser. Ja, so sieht man sich wieder. Hallo. Ja, liebe Frau Wagner, das verstehe ich jetzt aber nicht. Eben beim Friseursalon sieht sie es ein, dass sie besser Handschuhe bei Feuchtarbeit benutzen soll. Und jetzt tut sie es nicht. Ja, ich weiß. Feuchtarbeit und Reinigungsmittel sind eine große Belastung. Die Haut kann aufquellen, wird rau und rissig. Fremdstoffe können besser eindringen. Ein Ekzem kann entstehen. Wenn es erst mal soweit ist, kann Frau Wagner ihren Job an den Nagel hängen. Also sagen wir mal, an den da. Diese Handschuhe ein paar Mal am Tage trage, dann werden die innen ganz feucht vom Schweiß. Und das fühlt sich ziemlich eklig an. Tut es ja bestimmt auch nicht gut. Ich zeig ihr mal was. Sie kennt wohl das HUP-Verfahren noch nicht. Jana zeigt Frau Wagner jetzt das HUPT-Verfahren. Das Handschuh-Umstülp-Press-Trocken-Verfahren. Und der kann jetzt trocknen. Und Sie können jetzt mal ein bisschen üben. Ja. Ja, liebe Frau Wagner, so können Sie übrigens auch überprüfen, ob Sie noch ganz dicht sind. Also nicht Sie, sondern die Handschuhe. Ob die Ihre Viecher damit wohl selber abstechen? Und hier die Angebote aus unserer Metzgerei. Schinken mit Wurst in Ring, luftgetrocknet, 100 Gramm für 79 Cent. Hey, Sie machen doch mit der Gabel die ganze Wurst kaputt. Die bekommt doch Löcher. Das ist das BWA-Verfahren. Das BWA-Verfahren? Das berührungslose Wurstaufnehmverfahren. Hygienisch einwandfrei arbeiten geht auch ohne Handschuhe. Kein Schwitzen, nicht so oft Hände waschen. Das ist hygienisch einwandfrei und es kommt auch nicht zum Handekzem. Alles klar? Bitte schön. Super. Ein Stück Wurst? Oh, bitte sehr. Ich auch. Bitte sehr. Und bei denen bin ich nach der Mittagspause. Hey, wir machen heute eine Reportage zum Thema Hautschutz. Wie sieht's denn bei dir damit aus? Ich sehe, du trägst keine Handschuhe an diesem Ding. Das ist eine Bohrmaschine. Ja, und da suppt voll die Brühe runter. Was ist denn das für ein Zeug? Das ist Kühlschmierstoff. Kühlschmier. Naja, was auch immer. Und warum trägst du keine Handschuhe? Du hast ja voll die Ahnung, was? An Maschinen mit rotierenden Werkzeugen oder Werkstücken arbeitet man nie mit Handschuhen. Ist viel zu gefährlich. Wieso?
Weil wenn der Handschuh von dem Ding erfasst wird, kannst du anschließend deine Hand vergessen. Ja, und ohne Handschuh greift das Zeug da deine Haut an und ein Abnutzungsexem oder eine Allergie kann entstehen. Tolle Alternative. Naiv scheinst ja eher du zu sein. Komm mal mit. Ich zeig dir mal, wie das hier so läuft bei uns. Komm. Aha. Und nach der Arbeit ist dann Schrubben angesagt. Oder warum quält sich dein Kollege hier mit der Wurzelbürste? Das ist halt ein Depp, der Wurzelsepp. Hör mal, Josef, Mensch, lernst du es denn nie? Handschuhe benutzen. Oder wenn es wie bei mir nicht geht mit den Handschuhen, dann passe ich als erstes mal darauf auf, dass ich möglichst wenig von dem Kühlschmierstoff abkriege. Und zweitens, ich benutze natürlich Hautschutzmittel. Und zwar vor der Arbeit und jedes Mal nach dem Händewaschen. Das gibt eine Schutzschicht auf der Haut. Und wenn der Kühlschmierstoff mal spritzt oder ich mit Öl und Dreck zu tun habe, wie der gute Seppel hier, dann kommt die Suppe und der Dreck nicht so schnell an die Haut ran. Und du kriegst deine Hände nach der Arbeit leichter sauber. Stimmt. Sind die Hände erstmal gut mit Hautschutzmittel versorgt, lassen sich Verunreinigungen später leichter abwaschen. Und zwar auch ohne Reibemittel oder dieser Wurzelbürste. Denn die ist einfach sowas von mega out. Das Ganze kann man übrigens auch im Hautschutzplan nachlesen. Also sei kein Depp, Sepp. Und noch ein bisschen Hautschutzcreme für die Schwarzarbeit nach Feierabend? Was? Nee, lass mal. Der Peter ist schon in Ordnung. Wir benutzen hier eine Pflegecreme in den Pausen immer wieder. So wie ich jetzt auch. Und nach Feierabend natürlich. Das tut der Haut einfach gut, weißt du? Naja, aber so ganz sauber sind die Finger ja noch nicht, ne? Nee. Da unter dem Nagel ist doch noch was. Naja, aber das ist ja nicht so wild. Wir haben ja heute Abend kein Date. Leider. Das soll also die Haut sein? Sieht aus wie eine gigantische Torte mit den ganzen Schichten und so. Na denn, guten Appetit. Naja, fragen wir mal den Experten in Sachen Haut dazu. Na, da kommt wohl nicht mehr viel. Also, Frau Dr. Schulze-Brinkmann, was sagen Sie denn dazu? Warum ist die Haut denn so empfindlich? Na, so empfindlich ist sie auch wieder nicht, aber sie lässt sich eben auch nicht alles gefallen. Schau hier, deine Oberhaut ist höchstens 3-4 mm, an den meisten Stellen aber nur ein paar Hundertstel Millimeter dick. Und diese dünne Haut schützt dich vor ganz verschiedenen Einflüssen von außen. Ich soll also dünnhäutig sein? Kann man so sagen. Und wenn ich mir jetzt ganz fett Sahne auf die Torte schmiere? Bitte? Ja, also ich meine, wenn ich mir jetzt ganz fett Make-up ins Gesicht schmiere, so wie diese angemalten Tussis, dann ist das also gut für die Haut, weil die dann eine dickere Schicht bekommt. Naja, mal abgesehen davon, dass du damit nicht wirklich besser aussiehst. Wenn du zu oft und zu viel Make-up aufträgst, kannst du davon Mitesser und Allergien bekommen. Oder ich mach's wie die Bauarbeiter, die die ganze Zeit ohne Handschuhe arbeiten und von der Arbeit ganz fett Hornhaut auf den Händen bekommen. Das ist doch ein geiler Schutz, oder? Nein, auch nicht. Je dicker die Hornschicht, desto spröder und trockener wird die Haut. Die kann dann reißen und Keime dringen ein und ein Hautekzem entsteht. Na, dann klären Sie mich doch mal auf. Also, was kann ich denn am besten machen, damit ich nicht als Patient mit beruflich bedingter Hauterkrankung zu Ihnen kommen muss? Tja, echt gute Frage. Vor allem sollte man schon vor der Berufswahl untersuchen lassen, ob eine Allergie oder eine Veranlagung zur Neurodermitis vorliegt. Aha, das heißt, ich müsste vorher herausfinden, welche Stoffe bei mir selbst eine Hauterregung oder Erkrankung hervorrufen können. Genau. Und von Schutzhandschuhen könnte ich dir auch noch einiges erzählen. Ja, danke schön. Das mit den Handschuhen, das kläre ich lieber vor Ort. Haben die eigentlich was auf den Augen oder warum pfeifen die mir nicht hinterher? Naja, wo wir schon mal hier sind, schauen wir uns doch mal um. Da fällt mir übrigens ein Lover von mir ein, den ich hatte. Der hat auch auf dem Bau gearbeitet. Ui, jetzt wird's aber richtig interessant. Wenn der mit seinen rauen Händen über meinen Körper gegangen ist, brauchte ich kein Peeling mehr. Boah. Egal, los geht's. Darf ich Sie mal was fragen? Ich meine, der raue Stein und dann auch der Mörtel. Warum tragen Sie denn keine Handschuhe? So halt. Wie jetzt so halt? Ich meine, mit Handschuhen wäre es doch viel besser für Ihre Hände. Oder finden Sie so toll, kaputte Hände zu bekommen? Schon mal was von Hautschutzcreme gehört? Sag mal, sind wir hier bei Germany's Next Topmodel oder auf dem Bau? Ich mach das schon immer so, hat meinen Händen gar nichts geschadet. So, und jetzt macht die Flatter, dass ich hier weiterarbeiten kann. Hier, schenke ich Ihnen. Da kann man ja gleich gegen eine Wand.
Hand reden! Ob Jana sich jetzt gleich mit dem Nächsten anlegen wird? Wow, der sieht ja toll aus. Wir haben hier ein seltenes Exemplar der Gattung Bodengeschichter entdeckt. Diese Scheunwesen arbeiten mit Epoxidharz. Da haben wir uns mal schlau gemacht. Epoxidharz ist ein Zwei-Komponenten-Kleber. Er enthält Bisphenolharze, Reaktivverdünner und Amine, die bei Hautkontakt bereits nach wenigen Tagen schlimme Hautallergien auslösen können. Epoxidharze sind bei Männern am Bau der zweithäufigste Auslöser allergischer Hauterkrankungen. Bei Arbeiten mit Epoxidharz schützen Schutzanzüge, Schutzbrille und Nitril-Schutzhandschuhe. Ach ja, Handschuhe nie länger als 8 Stunden tragen und jeden Tag neue verwenden. Steht alles hier. Es geht also doch mit den Handschuhen. Lernfähiger Mann. Ob er auch kapiert, dass man sich bei diesem Wetterchen oben rum ein bisschen luftiger anziehen kann? Na du Handschuhprobierer mit den langen Ärmeln, schwitzt du nicht? Keine Angst, einen Hitzschlag zu bekommen? Du nervst langsam. Schon mal was von UV-abweisender Kleidung gehört? Von wegen Sonnenbrand, Hautkrebs, Melanom, bei dem Wetter schulterfrei. Na, es gibt ja auch Leute, die sich extra ausziehen, wenn eine Sonne in Sicht ist. Vor allem, wenn es so eine künstliche ist wie hier. Ob das so gesund ist? Kommt mal mit. Hi, was machst du denn so? Ich bin Studentin. Alles klar, sie studiert Solarium im 4. Semester. Ich meinte eigentlich, was machst du hier? Deine arme Haut. Willst du Krebs bekommen? Ach, Blödsinn. Naja, du musst es ja wissen. Aber ich rede von Schädigung der Hautzellen durch zu intensiver UV-Strahlen. Von schwarzen Hautkrebs, Melanom. Also ich denke mal, ich lebe in einem freien Land und ich kann machen, was ich will. Und ich will halt braun sein. Ist doch okay. Hallo? Seid ihr noch da? Da fragt man sich schon, ob übermäßiger Besuch eines Sonnenstudios vielleicht zum Austrocknen des Gehirns führt. Naja, jedenfalls nehmen gute Sonnenstudios nur volljährige Kunden an. Und von denen bekommt dann jeder einen ganz individuellen Besonnungsplan. Denn schließlich reagiert jede Haut anders. Und dass die Solarien regelmäßig gecheckt werden, zeigt dieses Zertifikat des Bundesamtes für Strahlenschutz. Puh, in so einem Solarium geht's ja recht heiß her. Und wenn so den ganzen Tag der Schweiß geflossen ist, ich meine dann, Menschen ist bestimmt ganz schön am Feierabend, oder? Die Liegeflächen werden natürlich nach jedem Kunden gesäubert und desinfiziert. Und abends werden alle Solarien gründlich gereinigt und natürlich nochmals desinfiziert. Ah so. Und dazu benutzen Sie dann solche Handschuhe? Genau. Logisch ist auch, dass auch in anderen Bereichen mit flüssigkeitsdichten Einmalhandschuhen gearbeitet wird. Jana will sich jetzt in der Welt der Götter in Weiß schlau machen. Krankenschwestern, fragen wir doch mal jemanden, der für andere da ist, Menschen hilft und vielleicht davon träumt, einen Assistenzarzt kennenzulernen, wie sie mit ihrer Haut umgeht. Hallo. Oh Gott, Jana. Ich sehe, du trägst keine Handschuhe, dabei geht es doch im Krankenhaus immer so steril zu. Möchtest du diese haben? Nee, lass mal. Weißt du, in der Pflege tragen wir hier solche Handschuhe. Und zweitens brauchen wir die nur bei bestimmten Arbeiten. Ah, und die wären? Na, wenn ich beim Patienten einen Verbandswechsel mache oder sowas. Oder wenn ich ihn wasche. Aber ansonsten versuchen wir, die Handschuhe so wenig wie möglich zu tragen. Und wenn, dann gehören diese hübschen Teile dazu. Mhm, angenehm. Aus Baumwolle, hm? Das ist halt so, wenn du längere Zeit diese flüssigkeitsdichten Handschuhe trägst, fangen deine Hände an zu schwitzen und die Haut quillt auf. Und durch diese ständige Feuchtigkeit geht die Haut kaputt. Deshalb ziehen wir die Baumwollhandschuhe unter. Die saugen den Schweiß auf und die Hände bleiben trocken. Aber ihr dürft euch doch ab und zu noch die Hände waschen, oder? Ja, schon. Zum Beispiel, wenn sie sichtbar verschmutzt sind. Aber ansonsten desinfizieren wir sie nur. Das ist hygienischer und vor allem hautschonender. Waschen ist nur bei sichtbarer Verschmutzung angesagt. Alles klar. Ja, und wie lange hast du heute noch Dienst? Wir haben gleich die Übergabe an die Nachtwache. Ja, ich habe nämlich jetzt auch Feierabend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jana. Ja, und das war sie. Janas Reise durch die Welt der Hautbelastungen am Arbeitsplatz. Wir haben euch viele Möglichkeiten gezeigt, wie ihr eure Haut richtig reinigen, schützen und pflegen könnt, damit sie gesund bleibt und gut aussieht. Und gut aussehende Hände sind ja zum Beispiel ganz nützlich, wenn man so wie Jana jetzt ein Date hat. Was denn für ein Date? Wenn man mal unter Kollegen zusammen in den Biergarten geht, ist das ja noch kein Date. Aber der Typ ist eigentlich ganz nett und der Abend noch jung, also wer weiß.